Also das Messer, das ist wirklich irgendwie ein Mörderteil. Das hat mir der Wolfgang geschickt und der hat gesagt, ich soll es einmal testen und mal anschauen. Und wenn du wissen willst, ob so ein großes Messer auch etwas für dich sein kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Cold Steel Messer. Und zwar, ja, ich muss wirklich sagen, also das ist wirklich, 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 also ich habe ja XXXL Klappmesser, aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist wirklich toll. Der Wolfgang aus Salzburg, der auch bei mir eine Survival-Trainer-Ausbildung gemacht hat, hallo Wolfgang, der hat mir das geschickt zum Testen. Wenn auch du mir Ausrüstung schicken willst, dann schau da unten den Link an. Und ja, dieses Lasson, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist auch vollkommen egal. Das ist wirklich ein Mörderteil. Es ist mit einem Liner-Lock ausgestattet, das heißt mit in dieser Art und Weise zu öffnen. Dann gibt es hier diesen kleinen Flipper, macht sehr schön auf. Und dann gibt es hier so einen Klapperteil. Ja, Klapperteil komme ich gleich dazu. Mit diesem Teil kann man wieder scharf schalten, fast nur nach oben. Und dann geht dieser Liner-Lock hier nicht mehr auf, dann ist der fixiert. Gut, mag sein, dass das lustig ist, mir wäre es wurscht, aber es ist eine andere Geschichte. Dann hier aus Kunststoff, dieses Mal ein Clip, der geht auch relativ tief in den Sack, in deinen Hosensack kannst du das einstecken, sieht man nicht gleich, das ist ganz nett. Hier könntest du ein Lanyard anmachen, wenn dir das taugt, so ein Lanyard, ist gut. Ein Handöffner, ich weiß, wenn du in Deutschland bist, sagst du, ah, das darf ich nicht herumtragen. Ja, so ist das, kann ich leider nicht helfen. Aber das kann etwas Cooles. Schau mal her, der Flipper hier, der ist zum Aufflippern da gedacht, ne? Dass du ihn in der Hand hast und sagst, hey, was ist, ja? Aber der Flipper hier, der ist auch cool. Und zwar, schau mal her, ich zeig dir was. Und zwar, du steckst jetzt das Messer da rein und dann, Scheiße, noch einmal. Ich muss alles rausgeben, da pass auf. Vorführeffekt. Auf die Plätze, fertig. Es geht ja, schau mal her. Ich mach's noch einmal. Und zwar einstecken, es muss wirklich komplett im Hosensack versenkt sein. Dann macht sich das automatisch auf, so wie man das von vielen anderen Messerherstellern auch kennen. Puh, damit kann man wirklich Eindruck schinden. Gut, die andere Frage ist, ist dieses Messer überhaupt praktikabel? Kann man damit etwas schneiden oder etwas tun? Also ich kann dir gleich einmal eines sagen. Ja? Das kommt ab Werk, weil ich glaube, das ist noch sehr, sehr neu und sehr, sehr frisch. Extrem scharf daher. Ja? Wirklich extrem scharf. Also schau mal her. Ja? Das ist kein balliger Anschliff oder irgendein Spezial Featherstick-Mach-Anschliff. So wie ich das manchmal mitkriege, ja. Wenn mich Leute fragen, da braucht man unbedingt einen balligen Schliff dazu. Nö, wer sagt das? Aber hier schon mal her, da kannst du diese schönen Locken machen und wenn ich jetzt weitermachen würde, dann wäre das noch cooler. Aber ich will einfach nicht. Das ist übrigens Buchenholz, das brauche ich für mein Lagerfeuer hier an der Stelle. Weil ich zu faul war, in den Wald zu gehen hier in meiner Bushcraft Area, in der René Rosser von Bushcraft Area. Aber egal, auf jeden Fall, schau mal her. Das macht richtig. Das macht richtig Spaß, da arbeitest du mit diesem Teil wirklich was ab und wie gesagt, das ist komplett, total, hör mal, staubtrockenes Buchenholz und das macht solche Teile daraus. Also das macht wirklich Spaß und es macht auch durchaus Sinn. Ist es ein Outdoor-Messer? Ja, was weiß ich, das kommt darauf an, ob das für dich wichtig ist oder nicht. Warum nicht? Du hast eine sehr lange Schneide und Klinge zur Verfügung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das hier, also ich mache jetzt keinen Hacktest, also einen Hacktest kann ich schon machen. Ja? Ein Hacktest hier, ja? Das mache ich, das ist überhaupt kein Problem. Nur ich mache jetzt keinen Betontest, weil das Messer nicht mir gehört und das wäre unfair. Aber das taugt mir. Das taugt mir wirklich, dieses Messer. Ist dieses Mal made in China, nicht in Taiwan, sondern in China mit diesem, ja, ich muss immer nachlesen, 8CR13 MOV Stahl. Also, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Stahl nicht so tolle aus, aber ich habe das bei einigen anderen Messern auch, bei einem Spyderco zum Beispiel, beim Spyderco Tenacious, glaube ich, ist auch sowas, 8CR, ich weiß das nicht, das ist mir auch wurscht, aber sind sehr schnittig, kann man schön nachschärfen und auch das hier, das ist wirklich, das ist wirklich sehr scharf. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, was ist das? Entweder, wenn du einen Komplex hast. Und zwar, das heißt ja, dass man mit Autos auch Männer mit Autos auch Komplexe wegmachen können.
Und da ist dieses Messer vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. weil ich es einfach cool finde. Und ich möchte auch wirklich einen Betontest und einen Hacktest damit machen. Aber ich wollte es jetzt schon einmal vorstellen. Danke, Wolfgang, an dich zum Leihen und zum Guster machen. Ich schicke es dir auf jeden Fall zurück. Wenn auch du mir da hinter dem Bildschirm mir deine Ausrüstung zur Verfügung stellen willst und sie in einem Video sehen willst, dann hast du unten einen Link, klick da drauf, da kriegst du weitere Informationen, wie du mir Ausrüstung leihen kannst natürlich. Ja. Die kriegst du dann natürlich auch wieder zurück und dann wird das hier präsentiert, wenn du es magst. So, ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir mal Daumen nach oben oder nach unten bitten und hast du dieses Teil vielleicht auch im Einsatz? Hast du auch Komplexe oder nicht oder wie auch immer? Erzähl uns bitte was, schreib uns unten einen Kommentar, das wäre sehr, 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 sehr nett. Link zum Produkt findest du natürlich auch unten, das ist ganz klar. Ich sage danke und auf Wiedersehen hier aus der Rainer Rossmann Bushcraft Area. Hat mir taugt, dass du wieder dabei warst. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Glocke drücken, nicht vergessen für die neuesten Videos. Hier gibt es nämlich gleich ein paar, die du dir anschauen kannst. Und wie gesagt, Link zu den Produkten und auch zur Rainer Rossmann Bushcraft Area findest du hier unten. Danke fürs Dabeisein. Bis bald. Ciao.